Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Raiffeisenforums in Mödling fand ein kleiner Veranstaltungsmarathon statt. Gestartet wurde mit einem Fest für die Kinder, während das Highlight das große 10-Jahresfest bildete, welches mit Live-Musik, Weinverkostungen auf allen drei Ebenen und einem mitreißenden Clubbing zum Abschluss gefeiert wurde. Zum 10-jährigen Jubiläum des Raiffeisenforums Mödling, der Veranstaltungshalle der Raiffeisen Regionalbank Mödling, fanden an zwei Tagen zwei Veranstaltungen für Jung und Alt statt. Das Kinderfest drehte sich ganz um die Kleinen und bot ein spannendes Programm für die Jüngsten. Die Weinverkostung lockte anschließend die Erwachsenen mit einem breiten kulinarischen Angebot ins Raiffeisenforum Mödling. Das wollten wir von der ersten Stunde an und genau das zeigt es jetzt nach 10 Jahren, dass diese Erfolgsgeschichte stattfindet und wir werden es sicher fortsetzen und der heutige Tag beweist, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Raiffeisenforum heißt es schon allein, weil das der Marktplatz ist, das ist ein Kommunikationszentrum. Ich will, dass die Leute sich treffen, plaudern, wegen diskutieren. Das macht Spaß und das ist bei solchen Veranstaltungen ganz besonders zu sehen. Ganz im Zeichen der Kinder stand das Kinderfest, bei dem eine Rätselrallye mit vielen Stationen kreative Lösungen einforderte. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Es wurde gebastelt, Kinderschminken angeboten, ein Glücksrad gedreht und als Highlight gab es eine interaktive Zaubershow für die Kinder. Heute stehen natürlich die Jugend und die Kinder im Fokus. Es gibt eine Rätselrallye durch die gesamte Raiffeisenbank. Wir haben eine Schminkstation, wir haben eine Bastelstation, wir haben Würstel, wir haben was zum Trinken. Ich glaube, für die Kinder ist gesorgt und Spiel und Spaß steht natürlich an erster Stelle heute. Warum ist es denn auch der Raiffeisenbank so wichtig, dass man die Kinder eben so aktiv mit einbindet? Die Jugend ist für uns generell wichtig. Also ohne der Jugend gibt es keinen Morgen. Das sieht man, glaube ich, in jeder Branche, nicht nur in der Finanzbranche. Die Kinder sind unsere Zukunft und das möchten wir einfach wertschätzen. Wie gefällt es euch beiden denn bis jetzt hier bei der Raiffeisenbank? Also mir hat es sehr gut gefallen. Das Glücksrad. Und auch die vielen Luftballons und ja. Mir hat auch gern das Glücksrad gefallen und das Kinderbasteln. Später gibt es auch noch eine Zaubershow. Freut ihr euch schon darauf? Ja, sehr. Die Sumsi war vor Ort und zauberte vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Nach erfolgreichem Absolvieren der Rätselrallye erhielt jedes Kind ein Geschenk. Die anschließende Zaubershow bot Magie und Zauberkunst für Groß und Klein. Ich hoffe, die Kinder werden verzaubert sein, so wie die Erwachsenen. Wichtig ist, dass man die Zaubertricks nicht verrät, weil dann jeder enttäuscht ist, wie einfach die sind in Wirklichkeit. Wie reagieren denn generell die Kinder meistens eben auf Magie? Die haben große Augen, staunen, schauen wie die Detektive. Die großen Kinder sind gefährlich, die kommen dann oft schon dahinter, aber die Kleinen lassen sich verzaubern und sagen, wow, das gibt's ja gar nicht. Beim zweiten Teil der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum des Raiffeisenforum Mödlings, der für die Erwachsenen stattfand, gab es eine Weinverkostung, bei der der Wein von Winzern aus der Region verkostet wurde. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich durch die verschiedensten Weine der Region probieren. Diese Veranstaltung ist eine von vielen, die zur Belebung der Region beitragen. In den letzten Jahren waren es 300 Veranstaltungen, wo wir soziale Themen beleuchten, wirtschaftliche Themen beleuchten, kulturelle Themen beleuchten. Aber all das hat immer eines gemeinsam, Menschen in Dialog zu bringen, Menschen aufeinander zugehen zu lassen, Menschen in Austausch zu bringen. Einfach sage ich immer, es menschelt und das ist so schön, dass es menschelt. Aus den Kunden werden Freunde und nicht nur, dass meine höchstpersönlichen Freunde da sind, aus jedem, du erfährst so viele menschliche Geschichten dahinter, ja, und jeder hat so sein eigenes Problem und seinen eigenen Spirit und seine eigene Geschichte und das ist das, was meinen Beruf in Wirklichkeit dann so wertvoll macht. Ein abwechslungsreiches Programm bis spät in die Nacht wurde geboten. Live-Musik von Sally Green, ein Auftritt der Schlagersängerin Julia Reich und eine Show-Einlage von Martin Schopf, der sein Können als Österreichs Freestyle-Fußballer Nummer 1 unter Beweis stellte. Solche Auftritte hat man selten in einer Bank. Ja, mal ein ernsteres Thema, wobei die eh ganz locker drauf waren. Also dann doch so wie viele andere Publikums auch irgendwie. Ich bin
empfinden Sie hier diese Partystimmung? Ja, total cool. Es ist immer schön, wenn viele Leute zusammenkommen, eine gute Zeit haben und feiern. Und bei einer Weinverkostung geht das, glaube ich, ganz gut nach dem ein oder anderen Glas. Zum Abschluss gab es bis 1 Uhr in der Früh ein Clubbing mit DJ und kostenlosen Getränken. Spaß und Tanz dauerten bis in die späten Nachtstunden hinein. Das ist immer wichtig. Die ganz Jungen, mein Kasperltheater, Musicals, Nennsucht das Supertalent. Aber wir brauchen natürlich auch die Jugend, ja, und die Junggebliebenen. Und somit feiern wir ab 22 Uhr das Clubbing. Und ich freue mich schon und ich bin fix dabei. Das Konzept ist voll aufgegangen, wobei Luft nach oben gibt es immer noch, weil ich wünsche mir immer noch mehr Veranstaltungen im Haus. Aber ich glaube, Sie wissen, es gibt relativ viele Veranstaltungen. Auch die heutige Veranstaltung zeigt, dass die Bank nicht nur eine Bank ist, sondern auch Veranstaltungen gut organisieren kann. Also das Forum ist genau das. Es ist mehr als eine Bank, denn es führt Menschen aufeinander zu. Und wir machen das in zweierlei Hinsicht. Einerseits durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten vor Ort, die für ihre Kundinnen und Kunden, für ihre finanziellen Bedürfnisse optimale Lösungen erarbeiten. Und das mit unserem USP, mit Sicherheit höchstpersönlich. Was waren denn die Highlights, die Stars hier im Forum? Vor 10 Jahren, wie wir das Raiffeisen Forum eröffnet haben, 2014, war Marcel Hirscher da. Und wir hatten eine Schlange für die Autogramme bis zum Eisbeton, da bis zur Keimgasse vor. Und das war ein absolutes Highlight. Aber dann war auch Josh ja, im Rahmen der Krimi-Nacht mit Cordula Grün. Das war das einzige Lied, was er damals hatte. Und es war der Erfolg schlechthin. Aber natürlich auch Alex Christan, Isabel Panagel, die Einkaufsnächte, Fasching-Dienstag, ich lebe für den Fasching-Dienstag, wo das ganze Team immer präsent ist. Und es ist nicht ihre Aufgabe, sondern es ist die Leidenschaft dahinter. Und das ist das, was Raiffeisen eigentlich so ausmacht.